Ja, wunderschönen guten Tag, wir sind zurück in War Thunder und heute geht's mal mit dem britischen Lineup 7.3 ins Gefecht. Augenmerk werden wir natürlich auf den Super Conqueror zeigen, weil den habe ich noch gar nicht so gezeigt. Ich habe zwar den normalen Conqueror gezeigt. Wer sich fragt, wer der Unterschied ist, dazu gleich. Nämlich, warum das 7.3er Lineup der Briten momentan sehr interessant geworden ist, weil der Vickers und der Centurion Mark 10 sind jeweils hochgestuft worden, der Falcon etwas runtergestuft worden und somit hat man ein richtig starkes 7-3er-Line-Up, muss man sagen. Also, der Conqueror selber ist ein Monster. Der Vickers ist verdammt gut. Also, eine Schussfolge, das ist der Wahnsinn. 5,9 Sekunden. Sehr, sehr nett. Und der Centurion selber bietet etwas mehr Panzerung als der Vickers. Ist nicht ganz so mobil. Nachladerate 8,0 ist auch noch in Ordnung, muss man auch sagen. Haben alle drei eine Stabilisation, also eine Waffenstabilisation. Und das ist richtig böse. Und haben natürlich hier noch Zugriff auf die Night Vision, die ich noch nicht erforscht habe. Und das ist echt richtig stark. Richtig, richtig toll. Genau. Ja, und dann der Falcon ist mit Abstand die beste Flak auf dem Tier, muss ich sagen. Also, was ich damit schon runtergeholt habe, Wahnsinn. Und das sind nur, also irgendwie, ich habe ihn, glaube ich, in zwei oder drei Gefechten erst rausgeholt als Backup. Wahnsinn. So, Vicker, ach, Conqueror. So, warum ist der Conqueror denn so toll? Also, man gibt es dann einmal hier als, wenn man das zusätzliche ballistische Sch oder zusätzliches ballistisches Schutzpaket. Wenn man das jetzt zwar nicht einbauen, sondern ausbauen, dann sieht der Vickers, der Conqueror nämlich so aus, etwas nackig quasi. Und wenn man ihn jetzt dann dazu packt, dann sieht er doch etwas besser aus. Dann kommen ja nämlich überall so Platten dran etc. Das Coole bei dem Ding ist, das zeige ich euch jetzt einfach mal. Schutzanalyse, genau. Und wenn man dann jetzt zum Beispiel mal auf die Sowjetunion geht und man geht jetzt hier auf einen, gehen wir mal im Rang noch ein bisschen höher. Einen T2 und ups, T62 und dann gehen wir hier auf die Granate hier meinetwegen. Dann seht ihr, dass der da nicht durchkommt. Die schlägt zwar ein, aber es macht keinen Bums. Also die Granate vom T62 auf 8,3 kommt bei diesem Panzer nicht durch. Das habe ich neulich, also da oben, ja, da muss man dann wieder aufpassen, ne? Aber die flog gerade weg. Warum ist das so? Ja, das ist halt ja sehr schön angewinkelt alles etc. Und das mögen diese Granaten nicht, ne, diese Typen dabei. Man muss bedenken, das ist natürlich eine APDS-FS, also schon das Nonplusultra, will ich mal meinen. Wenn man dann aber mit HeatFS spielt, da muss man immer gucken, dann geht das natürlich dann ein bisschen besser durch und halt dann ab. Das Coole bei der HeatFS ist, dass sie halt vorher gezündet wird durch diese Panzerung. Und dann halt in geschwächter Form durchgeht. Deshalb ist der Conqueror sehr, sehr, sehr widerstandsfähig, muss ich sagen. Die meisten werden ihn aber dann halt mit APDS-FS spielen. Und also den T62 als Beispiel, weil es einfach die bessere Munition ist. Also im Gesamtpaket muss man auch viel darum sagen. Und das hält er halt aus. Das habe ich neulich gesehen. Dann habe ich mich wirklich schön mit dem T62 angelegt. Und ja, das ist keine ganz leichte Nummer, muss man einfach mal sagen, weil die Kanone ist wirklich super. Vom T62, die erste Glattrohrkanone außerdem. Und ja, ist schon nicht schlecht. Der Conqueror selber kann auch sehr gut antworten. Und mit einer 120 mm, 361 mm Durchschlagsleistung bei 100 Metern, das ist wirklich enorm. Und das macht Spaß. Auch mit den Motoren-Updates finde ich persönlich ist das sehr, sehr gut. Nebeltüffel ist gerade nochmal, um das Ganze ein bisschen defensiver zu gestalten. Entfernungsmesser hat er dabei, das ist auch sehr gut. Bremsen, Gleisketten und Laufwerk ist jetzt nur sekundär, meiner Meinung nach. Und das ist einfach, der Conqueror macht Spaß, wirklich. Der macht Spaß und durch dieses gute Backup, was er jetzt hat, macht er noch viel mehr Spaß, genau. Die Aufwertung zum Super Conqueror ist wirklich deutlich zu spüren, muss man auch sagen. Wobei man da auch ganz klar sagen muss, es ist natürlich kein Garant dafür, dass dieses Fahrzeug einfach alles aushält, ne? Aber ja, macht schon Spaß. Line-Up selber, 7-7 bei den Deutschen könnt ihr wunderbar bekämpfen. Also eine Maus natürlich, klar, mit APDS geht das eine Maus ziemlich gut zu knacken eigentlich. Die Briten haben damit nicht so die Probleme. Und dann geht ihr aber auch runter bis 6-3 so gesehen, ne? Also wenn ihr einen Jagdpanther da seht als Beispiel, der hat da nicht seinen besten Tag, muss man auch sagen. Ne? Dann dabei. Ein Leopard nehmt ihr auch gut raus. Dadurch, dass ihr eine Waffenstabilisation habt bei allen drei Fahrzeugen, ist das wirklich genial. Die Falcon selber ist einfach nur göttlich, spielt sich sehr, sehr gut. Genau. Wunderbar. Also, das ist ein sehr gutes Line-Up. Ich kann es nur empfehlen. Und dann macht das sehr viel Spaß. Genau. Ansonsten bin ich jetzt hier endlich mal Level 100. Nach 100.000 Millionen Videos habe ich es dann doch geschafft. Man kriegt also durch 1 Million Silverlines und mal gucken, was ich damals zu kaufen werde. Und dann schauen wir mal. Also, ich gehe ins Spiel und ich hoffe, dass ich euch da ein ganz nettes Ründchen zeigen kann. Bis gleich.
So, man sieht hier bei den Startpunkten, dass der Conqueror 190 Punkte kostet und der Vickers 130. Der Vickers ist ein Mediumpanzer, der sonst 150 kosten würde. Also sind wir hier auf 7,7 angekommen. So, ich lass mal. Aber komm, fahr mal durch hier, Kollege. Kannst du eher den Tod finden, der M26? Der tut mir schon ein bisschen leid. Der hat's hart. Das muss man einfach sagen. Weil die Kanone von diesem Panzer ist halt wirklich sein größtes Manko, muss ich sagen. Ich verstehe auch nicht, warum der amerikanische M26 genauso eingestuft wird wie der italienische, weil der italienische durch die bessere Kanone dann deutlich mehr Spaß macht. Genau. Die Briten, die Amerikaner und, wen haben wir noch dabei? Sonst keinen. Wir kämpfen gegen die Deutschen, die Russen und Japaner und die Italiener. Da bin ich mal sehr gespannt, was das so wird. Wir versuchen mal hier die gute Sniper-Eigenschaften des Conquerors auszunutzen. Der Conqueror selber hat eine sehr starke Kanone. Er kann mit der Mobilität, ne, also wenn man das so sieht, es ist noch ein bisschen so ein 20 cm Abstand haben wir noch. Wir müssen nicht lenken, weil dann drückt er auf. Ja, jetzt holt er langsam auf. Also er fährt im Windschatten, sonst würde er gar nicht so nah dran kommen. Mal gerade kurz ein bisschen hier lenken dabei, dass wir um den Pin so rumkommen. Oh, jetzt haben wir den hinter uns. britische Panzer haben auch eigentlich eine ganz gute neutrale Steuerung. Das geht eigentlich auch sehr gut. Das können zum Beispiel, spiele ich die Japaner ja gerade auf Rang, was sind wir denn da, 6, 7. Oh, die sind alle so, so starr und das macht wirklich überhaupt keinen Spaß. Das kann ich nicht ganz so empfehlen, aber das können die Briten wirklich gut. Also die sind zwar so nicht so ganz mobil, muss man ja auch fairerweise sagen. Da gibt es deutlich bessere Panzer, aber naja, wir gucken mal. So, schnell hier weg, dass wir so ein bisschen hier von dem ganzen Haufen da wegkommen. So, jetzt kommt nochmal eine letzte Hürde, die wir nehmen müssen und dann sind wir hier schon in Sicherheit. Ich kann den Punkte sehr empfehlen. Und das ist mal das Problem, wenn man dann seine Spotpunkte verrät, dann kann das sehr, sehr blöd werden, weil ja, aber gut, das ist halt, ist ja kein Geheimnis. Man kann ja auch einfach Replays angucken, wenn man jetzt von irgendwem rausgenommen wurde. Muss man mal gucken. So. Neutrale Steuerung geht natürlich auf dem IS-6, ne? Ja. Wunderbar, richtete Geschützverschluss. Oder der kotzt gerade ein bisschen, der Kollege. Dann muss ich dich zurückziehen. Keine Chance. Jetzt lädt er nach, oder? Er hat den Geschützverschluss kaputt jetzt. Ah, kommt er. Da ist er raus, sehr gut. Dann gibt's erstmal einen schönen Daumen nach oben. Hier 6 kann man natürlich auch sehr gut mit Hash bekämpfen, muss man auch sagen. Aber, Hash ist halt immer so eine Sache. Bleibt halt überall dran kleben und zündet dann von alleine etc. Aber dann sieht man auch die Stärke der IS-6, die Geschwindigkeit. Das ist wirklich sehr, sehr gut und phänomenal. Das ist schon ganz schick. Genau. So, Conqueror selber, also durch die Panzerung, ja, man kann ihn sehr weit vorne spielen. Durch die schlechte Nachladerate ist man dann aber ein bisschen eingeschränkter dabei. Hier könnte was sein. Können sich mal den Punkt hier. Ah, holen sie sich gerade wieder. Sehr gut. Mal aufpassen, dass hier. Dass da gleich was kommt. Ja, wir bleiben erstmal hier ein bisschen. Ruhig ein bisschen defensiver spielen, das ist jetzt nicht so ganz verkehrt. Wie gesagt, die Hauptpanzerung, ich habe sie eben gelobt. Aber es gibt natürlich auch noch genug Punkte, wo man dachte, okay, da vorne steht einer. Ja, lass mal raus. Da vorne sieht man die Abgase so ein bisschen. Ich glaube, im Video sieht man das nicht. Das ist schwerer zu sehen dabei. Aber wir bleiben erstmal hier stehen. Ja, da vorne sehen wir den jetzt auf jeden Fall rumfahren. Da. Oh, Rakete. Habt ihr gesehen? Haha, Sausack. Sausack da oben. Da irgendwo. Ein Meter in ihrem Leben sind 6 Meter. BMP haben wir raus. Das ist dann halt die Panzerung von dem Gerät. Die kann halt auch was, ne? Also einfach mal kurz die Rakete abgeblockt von dem Viech. Das sind echt ganz schön Mistviecher da hinten. Jetzt kommt die nächste Rakete geflogen. Wir drehen uns hier auch zurück. Wir sind natürlich jetzt offen. Vorne ist was, ja genau, ist ja von links beschossen, das soll er. Oh, jetzt haben wir unsere Rakete verloren. Ja, nicht unsere Rakete, unseren. Ein bisschen verstecken hier. Ah, sehr gut. Wir werden jetzt schwer beschossen, ja. Aber hat man gerade sehr gut gesehen. Also ich finde die Rakete vom BMP, die ist wirklich unheimlich stark. Da vorne steht außerdem einer. Die ist unheimlich stark und die haben wir einfach mal gerade beim ersten Mal abgeblockt. Das ist schon ziemlich krass, das Ganze. So, jetzt müssen wir mal gucken, was da gleich noch so steht. Bisschen defensiv spielen, dann funktioniert das eigentlich sehr gut.
Schade, dass wir den. Ja, das Problem ist halt APDS mit dem. Ach, da vorne ist auch noch so ein Hund. Ne? Ah, eine Maus ist raus, sehr gut. Das Problem bei APDS ist halt, wenn wir gegen weiche Ziele wie zum Beispiel den BMP spielen, dann. Jetzt haut er ab. Sehr gut. Das ist ein Leo, glaube ich. Ne? Ja, schade, dass wir dem nicht einen mitgeben können. Egal, nicht schlimm. Der Nachteil bei APDS ist halt, bei weiche Ziele durchschlagen wir einfach viel zu stark. Haben dann immer unsere Probleme damit. So. Apropos Probleme. Der da oben, der geht uns schwer auf den Keks. Aber er bleibt halt da. Ah, der Nata ist hier wirklich. Der bringt euch auch die beste neutrale Steuerung. Nix, wenn ihr im Schnee stecken bleibt. Mehr gesagt, so am Gleiten seid, dann ist das halt alles ein bisschen Käse. So. Käse. Wir gucken jetzt mal, was er da vorne macht. Mann, war hier bald raus. Oh. Uiuiui, habe ich aus Versehen geschossen und wir haben schon wieder einen Schuss gebounced. Also ihr seht, das ist schon ziemlich gut, was man da so machen kann. Lass mal jetzt versuchen, dass wir hier sind. Ach Mann, die ganzen Raketen hier, das ist echt nervig. Oh, du musst ein bisschen kippen, das kommt schon. Keine Chance. Noch ein weiterer. Oh mein Gott, sagt da oben, ey. Blöden BMP. Und? Abgefallen, sehr gut. Nächste. Die zerstört. BMP 1 rausgenommen, auf jeden Fall. Das war dann die Rakete, die uns dann, ja, den K.O.-Schuss gegeben hat. Aber die gute Durchhaltemöglichkeit dieses Panzers hat man dann sehr schön gesehen. So. Auf zum nächsten Panzer, den wir da so schön sehen können, nämlich schön Vickers geht immer. Vickers ist halt auch nicht schlecht, muss man sagen. Der kann was. Durch die sehr, 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 sehr gute, was heißt, also für britische Verhältnisse sehr, sehr gute Mobilität ist der wirklich sehr, sehr für alles Mögliche zu verwenden. Also, und es ist halt wirklich ein sehr moderner Panzer. Nachladeraten, die wirklich genial sind. Auch das muss man sagen. Okay, da vorne ist ein Rasto. Dann bauen wir da ein paar Bümschen drauf. Ja, gucken mal. Was denn, dass wir da, die BMP ist natürlich, ja, das ist echt fies, die Viecher, ne? Aber wenigstens haben wir einen rausgenommen, das ist schon mal gut. Das Gute bei den Dingern ist halt, die haben halt irgendwie ihre. Jetzt haben sie 6 Raketen oder sowas und dann ist da Feierabend. Das hat den großen Vorteil dabei. Wir müssen auch anders, wenn ich die Rakete rausfahren. Halten wir A davon ab. Okay, sehr gut. Uiuiui. Müssen wir aufpassen. Oben auf den Vater, aber bitte. Aber bitte mit Sahne. So. Dann gehen wir mal Gas hier. Noch lange nicht entschieden, dieses Spiel. Das ist einer, aber den können wir nicht markieren. Was ist denn? Ja, der ist raus, okay, gut. Und wir haben T44. Manchmal kennt man ja so die Wracks, die so rumstehen, aber den kannte ich jetzt nicht mehr. Ist doch nicht schlimm. Könnte was sein? Da steht was, ja. Ah, Mist. Ein Stein, ne? Nicht ganz gesehen. Nicht schlimm. Wir sind noch voll im Spiel. Der Gegner hat welche weg. Wir haben welche weg. Alles gut, alles gut. Wir haben Zeit, wir haben genug Dicker. Also, alles gut. Der immer nur eine 3 da vorne. Ah, fällt leider nicht mehr ganz mit. Nicht schlimm. Ah, da kommt der T30. Das ist gut. Das ist ein bisschen Deckung. Wir natürlich mit dem immer nur 3 mitfahren, weil das natürlich unser Teamkollege ist. Ah, wir schauen mal. Wie gesagt, es ist noch nichts vorbei. Wir haben noch nicht verloren. Hätte jetzt auch mit dem Flugzeug kommen können und so weiter und so fort. Aber die Spitfire selber habe ich jetzt noch nicht so ausgebaut, dass wir da irgendwie groß was reißen könnten. Ist halt wieder Schnee und Schnee ist halt nicht so toll für alle, ne? So, gibt es Schubrakete hier? Vielleicht können wir hier runterwirken, das wäre natürlich genial. Wir müssen natürlich bedenken, der Vickers hat Nullpanzerung, also das ist wirklich Harikiri. Nein, sehr gut. Und warte, und da vorne, oh, eine IS-6. Ah, ne, IS-3, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Wir warten einfach mal, was kommt. Oh, fest. Daneben. Lang schon. Ist er jetzt auch noch raus? Ne.
Schade, schade. Wo haben wir jetzt hin? Ja, super. Da machen wir natürlich. Wir sind natürlich jetzt voll auf dem Kicker. Da machen wir natürlich gar nichts. Jetzt. Ja, da müssen wir aufpassen. Der Kollege wird auf jeden Fall wiederkommen und uns halt ordentlich bekämpfen. Schade, dass wir da die IS-2 nicht getroffen haben. Das war sehr ärgerlich. Ah, wir sind ordentlich kaputt, ey. So, G47 ist down. Sehr gut. Eine F8. F1 ist oben, was auch sehr gut ist. Jetzt kommt gleich einer von hinten, das ist nicht so gut. Die könnten Bomben hier gleich landen. Ich weiß es nicht, jetzt kommt hier was von hinten, ja. Dreh dein Kanönchen. Ein bisschen schneller, wenn es geht. 10 Sekunden Nachladezeit noch. Oder haben wir gesagt, Reparaturzeit, das ist immer. Mein Gott. Eigentlich kann ja die Kanone mich eigentlich ganz gut drehen. Ladeschütze. Oh, Mist. Und der hat uns den Riedschütz noch rausgeschossen. Wir sind natürlich jetzt am Arsch, weil bis der hier Attacke macht. Das ist auch lustig, dass er uns mit dem Ding hier voll und ganz die Kanone kaputt schießen kann. Er hat gesagt, ah ne, er hat uns das MG noch kaputt schießen. Okay, das ist nicht schlimm. Okay. Also, sorry, warum ich jetzt mit dem da den Schritt gegangen bin, ich weiß es nicht, weil er hatte eigentlich alle Trümpfe in der Hand, er hätte einfach pushen müssen. Egal, er hat nicht ganz aufgepasst. Vorne, da ist was, ja, sehr gut. Und dann Richtschütze, sehr schöner Treffer. Er weiß nicht, woher er kam, sehr schön, das ist das Beste. Nein! Ah, Mist, da habe ich überhaupt nicht aufgepasst. Ja, von hinten kam der Schuss, ja. Ah, da fahren da ganz viele Tigers und Co. durch die Gegend. Ey, wir nehmen mal den Centurion Mark 10 in dem Fall. Ah, ich glaube, das werden wir doch noch verkacken jetzt. Das sieht nicht ganz gut aus. Oh, das ist wieder. Geht mal auf die Tür mit dem. Und dann treffen wir noch. Abschlusshilfe, ihr zwei. Sehr schön. Jetzt müssen wir den. Was ist denn den Tiger-Konvoi? Da waren ja gerade zwei Tigers. Also der eine hat mich herausgenommen, im Hintergrund war auch noch einer. Also auch da die Killcam natürlich dazu verwenden, erstmal zu sehen, wo man getroffen wurde oder von wo. Und natürlich dann auch da noch irgendwas drumherum fährt, fliegt, wie auch immer. Ne? Dafür ist das dann auch sehr gut. G34 ist natürlich eine harte Nuss auf den Tiger. Aber... Nee. Ja, wir fahren mal nach rechts. Ah, nein. Der Tiger, der wird bestimmt auf dem Berg stehen, denke ich mal. Wo wir gerade waren, da ist bestimmt der Tiger eingefahren. Aber wir sind ja jetzt eigentlich noch ganz gut dabei. Guck mal, wir haben ja den Punkt erobert. Versuch A ein bisschen zu decken. Ah, sehr schön. Sehr schön. Es läuft. Ah, wir haben doch einen kleinen Vorteil. Ich mal an, dass ich hier ein bisschen Deckung brauche. Ich denke mal, der wird mit dem Flieger da fertig werden. Ich hoffe es zumindest. Schauen wir uns mal ganz in Ruhe an. Ob man das da oben diese blöden BMPs stehen. Man muss natürlich jetzt auch bedenken, dass die Deutschen auch die BMPs haben. Das ist natürlich immer sehr ungünstig. Hat er doch jetzt da? Oder denn nicht? Warum steht wirklich? Punkt A müssen wir nicht angreifen, aber. Und natürlich Artillerie auf B. Ah, die Mobilität von diesem Centurion ist wirklich nicht die beste. Der T-34 hat außerdem den Tiger 2 rausgenommen, was sehr gut ist. Damit wir jetzt von hier erstmal keine Gefahr erwarten sollten. Was soll der schaffen? Ich gucke schon. Da war gerade einer. Hat mich gesehen, glaube ich, ja. Andere würde mich jetzt auch wundern. Wir sehen ja gar nichts. So, die holen sich B, das ist auch in Ordnung. Sollen sie machen. Bleib hier einfach gerade.
Irgendwo wird er sich gleich bewegen müssen. Da war halt auch Band an dem Haus noch, da durchgekommen. Weit weg. Ha. Oh. Was ist denn hier für ein Scheißer? Hasse diese Viecher. So. Sehr schön jedenfalls rausgenommen. Jetzt müssen wir mal gucken, weil da war ja noch einer. Jetzt habe ich da einen gesehen. Oh, oh, fuck, 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 Panther, 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 Panther. Die Gleiskette haben wir gezogen, das ist schon mal gut. Jetzt wechsle ich auf Hash, weil der Fahrer steht, die Gleiskette ist kaputt und der, wir dürfen nur nicht zu weit rausgucken. Jetzt hoffe ich, dass das aufgeht mit Hash. Kommen da nicht drauf? Ja, wir nehmen ihn richtig schön jetzt hier einen nach dem nächsten raus. Vielleicht auch oben mal reinschießen mit Hash. Sehr schön, Abschlusshilfe. Feine Sache. Da habe ich ja mit APDS hätte ich wenig Chancen gehabt. Dafür gibt es erstmal hier schön super, super natürlich alles. So, jetzt versuchen wir mal die Punkte einzunehmen. Oh fuck, da ist noch einer. Verdammte IS-6 oder nee, was ist das? T-44? Ich hab's nicht genau gesehen. Ich hab einen Stabi, du nicht, okay. Also ich kann dich ärgern. Ich kann dich ärgern. Und da hat er einen rausgenommen. Sehr gut. Da habe ich echt Glück gehabt, ey. Da bin ich voll in den Rhein gefahren, ey. Scheiß die Wand. Ja, braucht man denn jetzt nicht. Jetzt holen wir ganz schnell noch den Cap. Das wäre natürlich richtig toll für die Punkte. Richtig was bringen, wobei wir hier aufpassen müssen, dass wir von da oben jetzt keinen mitbekommen. Ah. Aber das sieht gut aus. Vom Fuß hier angeflogen. Oh, bloß ab hier. Brauchte ich jetzt nicht. So, schön Schutzwall hier aufgebaut. Schön hier ins. Hier in Punkten von Artillerie. Ich möchte einfach nur die Punkte mitnehmen. Ich will gar nicht mehr. Ich muss jetzt kein Kill mehr haben oder ähnliches. Da gehe ich total auf Nummer sicher. Mache hier auch noch mal ein bisschen Smoken und kann ganz in Ruhe den Cap nehmen, weil das einfach. Guck mal, was gab es jetzt halt die Punkte, die man mitnimmt? Das sind noch drei Spieler online oder oben. Ein Flugzeug haben wir. Ich habe ein Flugzeug gehört. Kann sein, dass es unser war. Muss nicht sein. Also kann ich einfach erstmal stehen bleiben, ein bisschen Munition mitnehmen. Und dann ganz in Ruhe hier. Da sieht man auch neutrale Steuerung. Ne? Man sieht dann halt, dass die beiden Ketten gegenläufig arbeiten. Es gibt manche Panzer, die können das auch ohne neutrale Steuerung sehr gut auf der Stelle drehen. Aber manche deutsche Zweite Weltkriegsfahrzeuge, finde ich, können sich sehr, sehr gut auf der Stelle drehen. Das funktioniert außerordentlich gut. So, wir gucken mal. Wir bleiben hier einfach schön im Schutz der Häuser. Weil so ein Centurion auch mal einen Schuss abhalten kann, muss man ja auch sagen. Gut aus, Mission erfolgreich. Und ja, hat sehr schön gezeigt. Alle drei Fahrzeuge, den Falken habe ich jetzt nicht genommen, weil das macht da einfach keinen Sinn, muss man einfach sagen. Alle drei Fahrzeuge haben gezeigt, was sie können. Eine ganze Menge, sage ich mal so. Das macht schon sehr viel Spaß. Cool fand ich auch, dass sich da zwei Raketen von dem mit dem Conqueror abgeblocken konnte. Guck mal, hier habe ich die Night Vision erforscht von Dings dabei. Muss ich auch mal gucken, wie man das so macht. Hat einen kleinen Booster drauf von 15%. Also gibt es einen sehr guten Silver Lines Belohnung hierfür. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Und macht mir sehr viel Spaß. Feine Sache, feine Sache. Ne? Ach, Kea. Ja, schön, schön, schön. Gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir. Ja, starkes Line-Up, muss man sagen. 6-7 der Deutschen hat es schwer. Alle Modifikationen wurden erforscht. Wir freuen uns natürlich. Und weil, ja, ich sag mal, der Vickers selber, ne? Hat eine sehr schnell feuernde Kanone, er hat einen Stabi und er hat eine gute Mobilität. Sehr, sehr gefährlich und ihr habt das gerade gesehen, wie schön man mit dem Centurion, der Centurion und der Vickers haben die gleiche Kanone, ne? Deshalb ist es dann egal. Haben auch einen Stabi, Vickers ist ein bisschen mobiler halt, Centurion ist ein bisschen besser gepanzert. Man hat aber gerade gesehen, wie schön man den dann filetieren kann, sag ich mal. Ne? Klack, klack, klack und raus. Ne? Und das war ziemlich cool. Wenn ich jetzt den Conqueror genommen hätte mit der Heat-Granate, dann hätte ich den da müssen wir jetzt mal gerade gucken. Das würde mich interessieren, wenn ich jetzt den Panther hier nehme. Nicht Modifikationen, Quatsch, weg damit. Schutz, Schutzanalyse. Und dann gehen wir hier auf die Briten. Dann gehen wir hier auf den Centurion X. Nein, wir gehen auf. Wir müssen noch mal ein bisschen höher vom Rang gehen, sonst ist das nichts. Dann gehen wir hier auf den Conqueror als Beispiel. Und wir nehmen die
Hash-Granate und das war ungefähr so ein Winkel hier und wir drücken einfach drauf und Granate fliegt und er hat, ja, er hätte eigentlich genauso wenig gemacht. Jetzt mal gucken, wie viel die der Vickers nachher gemacht hätte. Auch mit der, also wir haben ja erst die normale Shoot genommen, da habe ich ja ungefähr hier hingeschossen. Ja, also ja, wir haben ihn dann, also hier so, dass wir neben die Kette ziehen. Und dann haben wir quasi hier hingeschossen. So. Obwohl, das gibt doch Durchschlag, ja. Weil die Hash-Granate aber zu wenig Sprengkraft hat, ist das dann halt nicht so gut. Ne? Da oben wird es schon ein bisschen enger, ne? Ah, ja gut, dann haben wir ihm hier hingeschossen, dann haben wir ihm dadurch den Kommandanten rausgenommen. Ne? Aber guck mal, hätte man sogar mit einem Schuss. Ah, es war Pech, dass er da nicht draufgegangen ist, muss man auch sagen. Aber was will man machen? Genau. Ja, Briten 7.3 in Verbindung mit dem Ausbau des Conquerors auf den Super Conqueror. Wahnsinn. Macht Spaß, ist cool, richtig geil. Und ja, durch das Runterstufen des Falcon hat man hier und das Hochstufen und das berechtigten Hochstufen des Vickers und des Centurion, muss man auch sagen. Ne? Also, der Panther 2 ist ein super Fahrzeug, aber der war vorher 7.0 zu 6.7, jetzt 7.6.7 zu 7.3 ist es fair, wirklich, muss man sagen. Und das ist schon ziemlich cool. Wunderbar. Ja, ich hoffe, das Ganze hat euch Spaß gemacht. Dementsprechend würde es mich noch natürlich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen würden. Und, achso, ich habe ganz vergessen, es kam ein Update. Ja, irgendwie so ein blöder Helikopter wurde bei den Russen eingeführt, den keiner so interessiert. Das war das letzte Update, aber ganz schnell im Schnelldurchlauf. Deshalb habe ich da auch nichts zugesagt. Das Einzige, was ich ganz witzig finde, ist halt, wie gesagt, man kann jetzt halt sein BMP dazu packen. Das hatte ich, glaube ich, schon letztes Mal gesagt. Ja, muss man halt so machen. Genau, im Raketenvideo hatte ich das schon. Ne? Nur da bin ich auf den Patch gar nicht eingegangen. Und der Patch ist, ja, kurz erklärt, es kam ein Russen-Heli drauf mit Premium. Also noch mehr Geld, Geld, Geld. Und ja, das war's schon. Genau, so. Das sind natürlich die Stars der Manege heute. Und ja, das macht sehr viel Spaß. Ist ziemlich cool. Und ich kann es sehr empfehlen, muss man einfach so sagen. Generell, die Briten sind, also ab dem Punkt hier ungefähr, Mark, Centurion Mark 1, ab da sind die Briten einfach verdammt stark, muss man einfach so sagen. Ne? 6-7 sind das nur Stabilisationsfahrzeuge. Ne? Centurion, FV-4202, Carnarvon, mega Lineup, mega. Dabei noch einen schönen Tortoise oder eine FV-4005, das kommt immer auch drauf an. Ziemlich gut. Auch die Flak ist gut, finde ich. Ich mag sie. Also, das ist schon alles sehr gut. Ein sehr gutes Gesamtpaket. Einfach mal testen. Und wenn ihr es schon habt, einfach mal wieder spielen. Macht sehr viel Spaß. Also, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Dementsprechend sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt War Thunder. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Genießt den Tag. Es soll, glaube ich, nicht ganz so schlecht werden, das Wetter. Zumindest, es wird kalt, aber trocken. Und das ist ja auch was. Also, bis zum nächsten Mal.